Jetzt sind wir da und stecken auch schon mittendrin in der Klimakatastrophe. Schaut nur hin, ihr könnt doch nicht so tun, als könntet ihr's nicht sehen. Sagt ihr, dass ihr's nicht seht, wollt ihr's nur nicht verstehen. Da gibt es wirklich kein Vertun, jetzt sind wir da. Glauben auch manche noch, das sei doch gar nicht wahr. Zählt mal die heißen Tage, dann erkennt ihr bald, was es für uns bedeutet. Wird es nicht mehr kalt, da gibt's nichts dran zu deuteln, weil es ist, wie es ist. Und es gibt keine Zweifel, dass ihr das auch wisst. Mittlerweile ist der Kipppunkt längst erreicht. Die Zeit danach, der Zeit davor wohl nie mehr gleich. Da gibt es gar zu bezweifeln. Es ist klar, jetzt wird alles anders, als es vorher war. Stellt euch darauf ein, dass ihr bald noch mehr Hitze spürt und mancher Fluss bald sicher kaum noch Wasser führt. Es gibt nichts schön zu reden, seht es endlich ein und redet die Probleme jetzt nicht weiter klein. Wer Hitze nicht verträgt, geht besser nicht mehr raus und schließt die Fenster, bleibt nur noch im dunklen Haus. Demnächst wird Trinkwasser für jeden rationiert und was mal grün gewachsen ist, verdorren wird. Der Wind nimmt sich den trockenen Boden mit als Staub. Glaubt, da gibt's nichts dran zu deuteln, weil es ist, wie es ist. Und es gibt keinen Zweifel, dass ihr das auch wisst. Mittlerweile ist der Kipppunkt längst erreicht. Die Zeit danach, der Zeit davor wohl nie mehr gleich. Da gibt es gar nicht zu bezweifeln, es ist klar. Jetzt wird es alles anders, als es vorher war. Stellt euch drauf ein, dass ihr bald noch mehr Hitze spürt und mancher Fluss bald sicher kaum noch Wasser fühlt. Manch einer hilflos nur noch mit den Schultern zuckt, sich seiner Schuld bewusst, obwohl er anders guckt. Man konnte nichts machen, das war nicht vorher zu sehen. Nur eine höhere Gewalt ließ es geschehen. Um Wasser und um Weizen gibt es endlos Krieg. Angeblich geht's ums Überleben bis zum Sieg. Doch was hat der gewonnen, der den Krieg gewann, wenn man dann auf der Erde nicht mehr leben kann? Da gibt's nichts dran zu deuten, weil's ist, wie es ist. Mittlerweile ist der Kipppunkt längst erreicht. Die Zeit danach, der Zeit davor wohl nie mehr gleich. Da gibt es gar nicht zu bezweifeln, es ist klar. Jetzt wird alles anders, als es vorher war. Stellt euch drauf ein, dass ihr bald noch mehr Hitze spürt und mancher Fluss bald sicher kaum noch Wasser führt. Was man mit so klar Verantwortlichen macht. Ihr hebt die Hände, sagt, ihr hättet nichts getan. Wohl wahr, denn ihr habt ja jede Warnung abgetan. Ihr habt die Hände einfach in den Schoß gelegt, von eurem Kurs kein Finger breit euch wegbewegt. Ihn noch zu ändern, dafür ist es jetzt zu spät.